Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde! SBB-Time wieder mal auf meinem Kanal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Leute, guckt euch diese geile Karte an. Wie heißt denn dieses nochmal? Shapeshifters. Ja, ja, Mann. Das ist auch mein Gast, das erste Mal auf meinem Kanal. Max RealFIFA, ich grüße dich, by the way, bevor wir zu Lukas gehen. Hi! Jungs, was geht ab? Alter, heute muss eskaliert werden, dieser Lukas. Er war schon mit seiner normalen Goldkarte OP und ich glaube, heute fetzt er uns ein paar Dinger rein, gegenseitig wahrscheinlich. Oh ja, diese Karte sieht echt zu wild aus, eine richtige Metakarte. Zuallererst, es freut mich, dass du das erste Mal auf meinem Kanal bist. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange ich Max jetzt schon eigentlich kenne, deswegen, ja, freut es mich umso mehr. Checkt unbedingt das Hinspiel aus, ist ganz, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Da wurden dicke Sachen discarded. By the way, geht es dort auch um einen richtig geilen Spieler. Checkt das auf jeden Fall aus. Es würde mich unnormal freuen. Gib dem Video doch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Und Max, jetzt frage ich dich, wie viel glaubst du? Also, Jungs, heute das allererste Mal jetzt hier auch fresh zu den Shapeshifters. Da wäre es doch auf jeden Fall in Gönnerbasis, wenn ihr die 2222 Likes dem lieben Pato, sag ich mal, als Geburtstagsgeschenk, wollte ich schon sagen, macht einfach als Geschenk. Ich glaube, ja, jeder würde sich da freuen und das würde uns natürlich extrem, supporten. Und vor allem der Pato, der hat es verdient. Jungs, mehr kann ich nicht sagen. Kuss geht raus auf jeden Fall an der Stelle. Dankeschön dafür. Lukas, ich bin sehr, sehr gespannt. Um den kann man richtig geile Teams bauen. Und ja, du bist der Gast. Willst du lieber reinhalten oder soll ich reinhalten? Ich füge einfach mal ein. So, okay. Dann machen wir einfach mal. Okay, dann halte ich rein, ja? No homo natürlich. Reinhalten und wir starten im Sturm. Hä, wo ist denn eigentlich meine Karte? Warte mal. Ich habe die gekauft, aber irgendwie noch nicht im Verein. Ich kann es dir sagen, es ist die Fanta-Karte von Alain Saint-Maximin. Richtig geil. Ich hoffe, ich darf den behalten. Ich muss den jetzt hier erstmal so einfügen. Ah doch, da ist er doch. So, okay. Und auf dem linken Flügel ist der. Ja, wir haben ihn angesprochen gehabt eben gerade. Red Bull Salzburg, ausgebildeter Sadio Mané, Team of the Year Nominé. Leider nicht der Team of the Year, aber der Nominé kostet auch ein bisschen. Krankstark, ey. Ich dachte, du gehst jetzt mal auf grüne Links. Gabriel Jesus und Raheem Sterling. Na gut, das hätte natürlich sein können. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin gespannt, was die beiden da jetzt heute so richten werden. Und ich bin jetzt gespannt, was du aufgeschrieben hast, mein Freund. Haltest du schon rein? Ja. Huch! Ich habe mich entschieden für den 88 Future Star Osimhen. Ich nenne ihn immer Osman. Oh. Linkes Mittelfeld für einen guten grünen Link habe ich einfach Footmess Simon. Simon, hi! Nee, Alter, geht der da mit dem übertriebenen Pace hier? Ja, zu wild. Ja, muss ich sagen, ganz kurz gemacht. Heung-Min und Martial. Hätte sein können. Hätte Fahrradkette wurde mir gelehrt. Volle Tipps bisher. Jetzt habe ich ehrlich gesagt ein gutes Gefühl. Mal schauen, ob sich das täuscht oder nicht. Anfangs habe ich ja gesagt, ja, nimm bei mir Stürmer und linkes Mittelfeld. Ich habe vergessen, du hättest am liebsten noch den ZOM nehmen sollen, weil jetzt ist der abnormal auffällig. Das wäre davon nicht gewesen. Ich glaube, dass du den sogar haben wirst. Es ist Ikone Future Star. Ja. So bitter. Der nächste Spieler, das ist einer, da habe ich so oft gehofft, dass der einen Inform bekommt wegen seiner Wants-to-Watch-Karte. Ndombele. Der linke ZTM ist Headliner Sanson. Eieiei. Okay, da hast du mir aber drei Positionen gegeben. Da war ich vielleicht knapp dran. Ich fange an mit der ersten Karte. Sissoko, Alter, 50-50. Darfst du behalten, Dombele. Dann habe ich im ZOM gedacht, Aua. Ja, weil frag mich nicht. Aber im ZDM habe ich Sanson aufgeschrieben. Und das heißt, Bronzekeeper im ZDM, das schmerzt, würde ich sagen. Das schmerzt übertrieben. Aber ich dachte eher, dass du Ikone haben wirst. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du Sanson nimmst. Krass. Ja, ich dachte irgendwie gar nicht an Ikone, muss ich sagen. Echt? Gar kein, ja. Grüner Link nämlich zu Osman. Huch. Ach so, ja, jetzt wo du es sagst. Ja, das war nicht schlau von mir, aber egal, wenigstens eingetroffen. Und ich hoffe, ich treffe auch einen. Ich halte rein.
Okay, Mann. Ich kann dir sagen, ich habe eine Prime-Icon und zwar Clarence Seedorf. Boah, der schmeckt eigentlich. Dann habe ich auf der zweiten ZM-Position Rodri Wants to Watch, kann gar nicht mehr reden. Und als dritten ZM einen aus der Ligue 1 und zwar die Champions League Card von Thiago Mendes. Leider nicht die Fitness-Karte. Aber sehr, ja. Sehr stark. Ich wusste, dass du eine Icon nehmen wirst, aber ich wusste nicht welche, deswegen habe ich es gelassen. Habe mich für wegen Mané, habe ich mich einfach für Fabinho, Wijnaldum und Ellie entschieden. Ja. Alter, aber mit der Icon, ne? Seedorf? Ja. Schon fast gehabt, so gesehen, eigentlich. Ja, die Nation hatte ich schon mal. Na bitte. Okay. Ja. Ich habe einen Bronzespieler. Ich hoffe, ja, du wirst dann gleich nachziehen. Außenverteidiger, Leute. Huch. Oha. So, Leute. Übrigens, den Torwart habe ich noch nicht reingegeben. Wir suchen jetzt mal die Außenverteidiger. Ich halte schon rein. Also ich habe dir heute wieder Spielraum gegeben, dass du jetzt hier mein Bronze-Keeper reinstellen kannst. Linksverteidiger, ich mach's schnell in Form Azpilicueta. Hat zwar nicht so viel Pace, aber ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und rechts, es gab drei von Lyon. Ich habe mich entschieden für Dubois. Oh Gott. Weißt du, ich habe die ganze Zeit den angeguckt, weil ich seinen Namen sehr dubios fand. Deswegen, nur wegen dem Namen. Habe mich aber entschieden für Bernard, Winter Refresh und Lala. Oh Gott, stark gemacht. Ey, danke, Alter. Stark gemacht. Ich schwitze wieder auf volle Teams. Oh Gott. Haltest du rein? Ich halte schon hoch, ja. Rechtsverteidiger, ja, gab es eigentlich nur zwei Auswahlen, okay? Und irgendwie war ich halt so der Meinung, dass ich bis dahin ein Full-Team habe. Habe ich nicht, deswegen habe ich das irgendwie in Kauf genommen, einen schlechteren Spieler zu nehmen. In dem Fall Silberspieler Walker Peters, damit Lukas seine Full-Cam erreicht. Ich hätte auch noch diesen Alberto, glaube ich, der wäre auch noch gegangen. Und noch irgendjemand, wer noch? Aurier, genau. Und ich habe den genommen, den ich vorher bei dir aufgeschrieben habe. Winter Refresh. Bernard. Renato Sanchez, dachte ich. Der hatte diese Shapeshifters-Karte und rechts Trommelwirbel Aurier. Ich mach's kurz. Trotz allem, jetzt kommen die wichtigen Posis und ich hoffe, dass ich da dir irgendwo einen Bronze-Keeper randrücke. Ich hoffe nicht. Ich hoffe schon. Jungs, jetzt ist es soweit. Finale, die letzten drei Posis. Wer kriegt jetzt hier nochmal eine Bronze-Karte rein? Das ist die Frage. Eieiei. Ich bin so nervös gerade. Ja, ich mach's. Ich auch. Ich habe mich entschieden. Scream, Piqué. Okay. Zweiter Spieler, Longley. Dritter Spieler, Neto. Ui, geile Verteidigung, muss ich sagen. Und du darfst sie auch behalten. Ja, ich habe Franzosen aufgeschrieben. Lecomte, Kimpembe, Kamara, so eine Future Star Karte. Hätte klappen können. Hätte echt klappen können. Wäre auch geil gewesen. Oh. Ey, aber geile Verteidigung, muss ich sagen. Wird schwierig, Pudi, da durchzukommen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sein wird. Ich halte rein und bitte einen Spieler. Okay, Jungs. Ich muss sagen, ja, es ist schwierig natürlich. Du hast ja gar keinen Anhaltspunkt so. Deswegen habe ich mich auch für ein Team entschieden. Und zwar lautet das Team AS Rom. Smalling, Juan Jesus und Po Lopez. Alter, wie stark, ey. Zu stark. Ich habe Tomori, ja, ebenfalls Kamara und Lloré. Alter, ja, okay. Puh, ja gut, das war natürlich schwierig, muss man sagen. Ja, das ist, ja. Dein Team ist so krass kreativ. Also feiere ich auch von Kartentypen und so weiter. Hä, aber deins auch, Alter, allein mit Piqué und so zu gehen, das ist, muss man sagen. Wir haben beide richtig viele Kartentypen drinnen. Und das ist auch das Geile an FIFA 20, diese ganzen verschiedenen Kartentypen. Das ist so geil. Muss man sagen. Jetzt muss ich noch den Torwart schnell raussuchen, Leute. Ich werde das noch ganz kurz einblenden, welcher Torwart das war, und dann geht es ab ins Spiel. So, Leute, damit ihr das sehen könnt, diesen Beitsch. Der spielt jetzt. Der ist hoffentlich unser Game Changer. Mal gucken. Passt, das Team ist da.
Ah ja, das war schon mal ja, das Willkommensgeschenk vom Torhüter. Oh, schade, zu lang. Oh mein Gott. Ey. Bam! So gehört sich Longley das. Longley ist so eine Maschine. Knockt er den. Den hat er sogar. Junge. Okay, das war stark. Krass. Das war stark. Geil. Das war vor allem von Lukas die Drehung noch, ne? Ja, echt. Muss man sagen. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ikone, was hat der für einen Schuss, ey? Bam! Mal easy rein, ne? Geil. Da kennt er gar nichts. Na. Komm. Jetzt, Mané. Oh, Torwart! Was? Der Torwart holt ihn. Torwart hat geklärt? Das gibt's nicht. Komm. Oh, den macht er nicht. Schade. Gott sei Dank. Oh, was war das? Er passt den einfach an. Er schießt Alter. Ihn an. Oh, oh. Oh mein Gott. Eieieiei, da kommst du nicht durch. Aber ich hab, echt nicht durch. Guck mal, null Schüsse, ey. Komm, Scheiße. Lukas. Boah. Ja, direkt nach dem Anstoß. Aber dieser Lukas, ist, der fühlt sich schon gut an. Ja, fühlt sich gut. Guck mal, ein Schuss, ein Tor. GG. Geil, geiler Abschluss aber, muss man schon zugeben. Ey, dieser Lukas, ne? Boah, nein. Boah, was war das? Gehst du weg? Der macht auch noch die Vorlage. Was? Ey, danke, Keeper. Welcher Keeper ist denn das? Wer ist das? Theo Lopez, der hat 83, also so, naja. Ey, nein. Was ist das? Das ist ja alles free, ey. Aber das kriegt er nicht. Komm. Muss aufpassen, Scheiße. Ey, ey. Nein. Ey, oder? Gelb-Rot, der hatte schon Gelb. Ja, fixer Discard, das kann nicht wahr sein. Nein, das ist sehr bitter, muss ich sagen. Das kann Hab ich gar nicht gepeilt. Ich auch nicht, dass er Gelb hat. Stopp. Ja, nein. Ey. Dieser Paul Lopez ist zu gut, ey. Und der ist non-rare, dieser Paul Lopez. Der ist einfach fucking non-rare. Lauf doch schneller. Oh shit. Rodri. Oh shit. Oh, oh, mein Gott. Was? Torwart. Jetzt. Junge, geh weg, geh weg. Oh mein Gott. Was ist das? Ich will nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Oh. Jetzt aber Rodri. Oh, ja, okay. Da toll, ist es, ja. Rodri. 68 Schuss oder so. Ja. Dieser verdammte Paul Lopez, oh Gott. Der hat mich heute gerettet, muss ich sagen. Aber es ist noch nicht vorbei. Ja. Nein. Nein, er pfeift, ey. Er pfeift, GG, ey. GG, fuck. Ey, Jungs, was für ein Game. Krass, muss ich einfach nur sagen. Zwei Discards, es war wirklich krank. Vor allem einfach wegen der roten Karte halt, ne? Oh Gott. Ich sag mal so, wäre die rote Karte nicht, dann wäre das easy gewinnen müssen. Aber Pro Lopez Ehrenmann heute. Boah, der ist zu krass gewesen. Der war oh gut. Mein Gott, ich halte es aus. Schwierig. Zwei Discards. Okay, mein Freund. Du okay. Kannst loslegen. Und Leute, dieses Mal bei Max auf dem Video haben wir vergessen, dass es ja diese Wiederherstellung und so weiter gibt, ne? Da haben wir ja. Normal discarded, braucht ihr aber nicht glauben, vertraut uns da einfach, die bleiben discarded. Jetzt denken wir auch aktiv daran. Ich werde die natürlich genau. In eine SBC einlösen. Du hast jetzt zwei Discards, mein Freund. Kannst schon. Alter, ey, wer eigentlich so die teuersten? Hau mal raus, die drei teuersten. Lukas, ja. Ikone, aber sonst noch Osman und Piqué und Simon sind auch krass. Okay, Jungs, ich versuche mein Bestes. Du hattest die 4-2-3-1 mit linken und rechts Mittelfeld, ne? Genau. Dann würde ich sagen, nehme ich dein Linksverteidiger und dein linkes Mittelfeld. Wem nimmst du? Linksverteidiger und linkes Mittelfeld. Oh mein Gott! Bronze Torhüter und... Niemals. Ja, Linksverteidiger, Bronze Torhüter. Rechtsverteidiger ist Lukas, mein Freund. Huch!
Was? Und wer mit einem LM? Wen hattest du da? Longley. Oh, okay, aber der. Das ist der Champions League oder so? Genau, die UCL-Karte. 13.500. Okay, aber gut. Ja, kannst halt nie wissen. Ne? Ja, Ikone habe ich gelassen, ZOM. Simon habe ich in die Innenverteidigung, links Innenverteidiger und Osman linkes ZTM, Piquet im Sturm. Uch. Ey, ich dachte noch, also an Rechtsverteidiger gar nicht gedacht, aber ZOM habe ich noch gedacht. Aber boah, sonst. Wie viel kostet denn der Ikone? Schauen wir mal, warte, wie viel kostet der? 260.000, krass. Boah, das wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, aber gut. Ja. So ist es halt, Glück gehabt, muss man sagen. Ja, ist echt so, uff. Ja, passt, Longley zählt. Okay, ja, zählt okay. Ja, Longley zählt. Gut, dann nehme ich jetzt echt Abschied. Der war echt krank in diesem Spiel. Zu wild. Also Leute, wenn ihr keine Coins habt und einen guten Innenverteidiger braucht, Longley ist echt ein kranker Spieler. Ja, passt. Number one. Ja, er ist weg. Schade, Pato. Auf jeden Fall, Max, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das auch beim Zuschauen Spaß gemacht. Gebt echt sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Sollte ihr neu sein, ich würde mich über jedes neue Abo freuen. Der Max hat das letzte Wort. Schreibt in die Kommentare, soll mehr mit Max kommen. Also ich bin für ja. Was sagt die Community? Seid ihr für ja? Seid ihr für ja? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich jetzt alle, nö, gar keinen Bock. Ist echt aber so. Nein, Jungs, ich kann nur sagen, Pato, ey, absolut stabiler Typ, Jungs. Ihr müsst ihn einfach weiterhin so supporten. Er hat's einfach nur verdient und mehr kann ich nicht sagen. Ja. War ein krasses SPB. Ja, der Discard hätte noch ein bisschen besser sein können, aber egal, nächstes Mal. Genau, vielleicht auch in meinem Video, wer weiß, wer weiß. Wer Jungs, weiß. Macht's gut, lasst ein bisschen Liebe da. Danke, haut rein.